Seriously? Flieg einfach von der Map. So. Achso, ich muss gedrückt halten. Stimmt dabei. Was? So. Ziel nehmen und Feuer! Ich hab's mir spektakulärer vorgestellt. Also, ich hab's mir echt spektakulärer vorgestellt. So. Schneller Stoß. Na warte! Weg! Und weg! Komm her! Weg! Und tschüss! Und tschüss! Arrivederci! Tu! Du kommst auch an. Und du auch. Mach einen Abflug. Was du wagst, mich zu schlagen, mach's gut. Wie viele kommen denn da noch? Geh weg. Obwohl ich sagen muss, ein gutes Beintraining. Hallo? Hab ich nicht mich vorhin... Klar! Ich bin gerade so ein bisschen in der Pedulie. Weg mit dir. Und mit dir auch. Immerhin, es gibt ein bisschen Seelen. Kommen die überhaupt weg? Also alle jetzt, wenn man es mal so umsieht. So, und wir hangeln aber ganz schön eine gute Oberarmkraft hat, der gute Kratos. Hinter der Tür ist etwas, was sie ist verstärkt, muss einen anderen Weg geben. Sie niederzureißen, ah, Kratos will auf dir. Aha! Kratos, jetzt steht da nicht wie eine Ölgötze rum, schieß doch einfach drauf. Schon ist Ruhe. So, meine Freunde. Und den letzten, den hauen wir jetzt auch noch um. So. Jetzt hier aber mal Ruhe im Karton. Ich glaube, es geht los. Ich gehe nach oben. Richtige Entscheidung. Ich hätte lieber Magie. Egal, es gibt rote Orbs.
Wo bin ich jetzt? Im Keller. Ah, wir können wieder Blumenvasen kaputt machen. Juhu! Und eine Sequenz. Keine Sorge, Kratos. Ich, das Orakel von Athen, helfe dir, Ares zu besiegen. Suche meinen Tempel im Osten und lerne, wie man einen Gott tötet. Ich würde ja sagen, einfach draufboxen. Die Straße nach Athen. Ach, ich bin doch gar nicht in Athen. Ich war an der Küste. Aber in Griechenland hat doch echt jeder einen Tempel, kann das sein? Also das Wetter hier ist aber mal... Ares! Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ha, ha, ha. Ja, das Original klingt besser. Na warte, Ares. Dich kriege ich noch. Okay, da geht's anscheinend weiter. Oder hier geht es weiter... Ich gehe erstmal nach links. Weil da, wo der Speicherplatz ist, geht es auch meistens weiter. Jetzt schmeißt er schon mit Kometen. Seriously, ich habe keine Ahnung, wo es hier... Da geht es, denke ich mal, nicht weiter, weil da hat Ares gerade alles kaputt gemacht. Oh nö, ich hätte zur anderen Seite gehen müssen. Nee, ich glaube. Setzt man ja nochmal Magie ein. Okay, hat nicht so ganz gereicht. Ja, Kreis, so, verwemmt und jetzt gibt's auf die Mütze. Ach, das sind einfach nur stinkfurzige Minotauren, nur mit dicken Hämmern. Ja, warte, auf die mache ich Hühnerkeulen. Und wieder Frikassee vor allem. Das ist wohl nicht mehr ganz so mutig, was, Großer? So, jetzt gibt's auf den Sack. Zack, zack. Einmal zahnärztliche Sonderbehandlung. Kommt sofort. Sirius. Gegen einen komme ich super klar. Okay, jetzt bin ich sauer. Ach, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss.
muss den darauf bringen, dass er da stehen bleibt. Nein! Komm! Ach! Mir egal, ich bin hier drinne. Gleich mal zur anderen Richtung gelatscht. Oder hätte abgespeichert, eins von beiden. Oh, mach mal auf die Tür. Kratos will plündern. Und dass sie auch nur immer so einen Raum haben. Des Todes. Töten einfach mal die ganzen Dorf. Was? Kratos hat keine Hobbys. Nein, Medusa! Na warte! Kommst du hier? So. Medusenenthauptung bringen magische Orbs. Ah. Das ist mir egal, was die bringen. Hauptsache, sie sind tot. Königsfeder. Okay, und was bringt mir das hier? Nichts. Na gut, kann ja nicht in jeder Spaß sein. Aber dass sie nur mal so einen Raum haben. Was, in die kann ich doch rein? Was bist du denn? Glaub, es geht los hier. Ares, hör auf, hier alles zu verwüsten. Verwüster. Denkst du eigentlich, wer du bist? Der Hulk? Ja, scheint schon. Zumindest wirft er hier mit Kometen. Okay, hier ist auch nichts. Auch nichts. Vielleicht hat Kratos hier ja irgendwo auch gewohnt. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ja, ja. Alles klar, Chefin. Nur Hexen kann ich auch nicht. Da waren Dorfbewohner, die geben Lebenspunkte. Bleibt hier, meine Freunde. Ich will euch doch nur fest umarmen. Was, die bringen Lebensenergie. Und ja, ich bin am Mod. Aber es ist Kratos, der darf das. Der darf böse sein, weil der bringt davon alles. Ja nicht. Wollen die alle von mir? Habe ich denen irgendwas ge... Ach ja.
Okay, ich sag nichts. Hier ist auch nichts drin, aber was haben die Leute, haben nicht mal Möbel? Oh. Der Bogenschütze da hinten, der geht mir allmählich echt auf die Nüsse. Warte, ich verprügel dich einfach, dann hat sich das Thema erledigt. Oh, hier ist eine Tür offen. Oder nehmen wir das auch eine Tür? Ein Gorgonenauge. Hey. So, du kriegst jetzt erstmal einen Tritt in deinen Allerwertesten. So. Da muss ich hier rein. Hier gibt es bestimmt eine Phönixfeder. Der denn da draußen? Nein, nicht du! Gehst mir auf und Nüsse. Sag mal, wie viele von den Viechern gibt's eigentlich?